der Profi-Angler. Kriegen wir jetzt eine Angel? Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Oh, das ist wirklich schade. Ja, klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln, junger Freund. Yes! Jetzt können wir auch Wasser-Pokémon fangen. Angeln ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und Flüssen und lade den großen Fang. Lande. Ich kann nicht lesen. Eine Karte. Da sind wir jetzt, okay. Wir sind ja noch nicht nach links gegangen, ne? Also wenn wir jetzt noch geradeaus nach oben laufen, dann nach links. Ich meine nicht. Warum nicht? Egal. Kommen wir noch irgendwann hin. So, was mit dir? Hast du gesehen? Die MS Anne ankert im Hafen. Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Wer bist du? Maschok. Ein Maschok ebnet das Land. Du musst da oben ebnen. Was mit dir? Hey, bleib hier. Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigem Dreck wohlfühlt und entwickelt. Was? Ich habe ein Shiggy gefangen, aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Ich denke, ein guter Trainer sollte Shiggy richtig erziehen können. Hier, nimm mich. Halt eben nicht. Wenn ein Pokémon eine VM-Technik erlernt hat, kann es sie nie wieder vergessen. Überleg dir gut, welche Pokémon du eine VM gibst. Okay. Da schon die Nyx-Arena? Was denn nur los? Oh, Pikachu hat sich verliebt. Was ist das hier denn? Jurob. Das ist, glaube ich, so ein weißes See. Wie heißen die Dinge? Robbe. Seerobbe. Mein Jurob. Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme. Was ist das hier drüben? Pipi! Mein Pipi ist viel süßer als ihr Pokémon. Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Oh, jetzt muss ich da auf die andere Seite nochmal. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Sehr schön, dann hör mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es. Wenn es schläft, warm und kuschelig, spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Ja, wir können uns ein Fahrrad holen. Yes! Du erhältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak. Das ist bestimmt die Weiterentwicklung von Habitat fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Ja, das tue ich. Ist das auch eine Karte? Ah, das ist das Galoppa, glaube ich. Mein geliebtes Galoppa. Ist das da drüben auch ein Galoppa? Ist das ein legendäres Pokémon? Ach, das ist ein Ibitak. Oh. Alter, was ist da los mit dir? Okay.
Also müssen wir wieder zurück, aber nicht jetzt. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir. Im Markt waren wir noch nicht. Es gibt böse Menschen, die Pokémon für Verbrechen missbrauchen. Team Rocket stiehlt selten Pokémon und Was? Die Pokémon, die ihrer Meinung nach nicht selten genug sind, werden von ihnen ausgesetzt. Irgendwie habe ich, glaube ich, gerade mega scheiße vorgelesen. Pokémon können gut oder böse sein. Das hängt ganz von ihrem Trainer ab. So, was habt ihr denn hier zu kaufen? Supertrank, Eisheiler, Aufwecker, Paraheiler, Schutz. Nur Spürges. Gehen wir mal hier runter. Das ist eine größere Stadt hier. Ist das? Taubsi! Ich lasse Taubsi einen Brief nach Safronia. Safcon! War das Safcon? Ich meine, es wäre Safcon gewesen. Oder ist das das große? Ach, keine Ahnung. Nach Safronia City im Norden bringen. Kann ich den lesen, den Zettel? Liebe Niki, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wie ich höre, stiftet Team Rocket in Safronia City Unruhe. Hier in Auronia... Dingenskirchen scheint es sicher zu sein. Okay. Ist das... Ist das eine... Ne, es ist eine Karte. Okay. Ja, wir kriegen anscheinend irgendwann jetzt noch den Zerschneider. Was ist das hier? Hafen von Orania City. Achtung! Route 12 wird von einem schlafenden Pokémon blockiert. Umleitung, Felstunnel nach Lavandia. Polizei von... War in Lavandia nicht diese Musik, die angeblich irgendwelche Kinder zu Selbstmord getrieben hat? Diktas Höhle. Oh Gott. Können wir denn angeln? Muss man das auswählen? Oh, das muss man auswählen. Oha, da hat etwas angebissen. Mal sehen, was wir hier finden. Ist das ein Carpador? Das sieht aber voll geil aus. Schon wieder ein Pokémon, das sehr geil aussieht. Mach mal Kratzer. Ja, wir können es sogar fangen. Ja, Platscher halt. Ne? Pokéball. Wir konnten das auch irgendwo tauschen. Nee, wir könnten das kaufen. Stimmt. Carpador, Fisch, 90 Zentimeter, Gewicht 10 Kilogramm. Man sollte niemals große Hoffnungen auf Carpador setzen. Dieses Pokémon ist sehr unzuverlässig. Geil. Okay. Was ist hier unten? Ist hier das Schiff? Okay. Ich würde dann sagen... Wir haben jetzt hier alles abgesucht, ne? Ja. Dann gehen wir wieder hier oben zum Anfang. So. Und dann speichern wir hier ab. Und wir sind halt, glaube ich, sehr produktiv gewesen, was Sachen angeht, vom Pokémon fangen, Weg zurücklegen und Orden sammeln. Waren wir heute, glaube ich, sehr produktiv. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Let's Play, die heutige Aufnahme, gefallen hat. Und das hoffen wir, hoffentlich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.